Klingt für mich. Do you want to start a tutorial? Eigentlich dachte ich, das ist jetzt so ein Learning by Doing Thing. Da wir uns allerdings dazu entschieden haben, auf Very Hard zu spielen, ja, will ich zumindest mal im Grundsätzlichen wissen, was passiert. Wir sind immer noch in Dunwall, tatsächlich. Gucken wir mal, was passiert. Moin, Lee. I remember training with my father in the years after the rat plague. Someday, he said, our enemies will come for you. Mobility Training. Okay, ich dachte jetzt, wir sind in der Story, aber nein, wir sind wirklich im Tutorial. Okay, also... Wir sind immer noch in Dunwall. Es sind immer noch die Folgen der Plague. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht, dass ich keine Nasseffekte auf dem Bildschirm habe, weil ich gerade ins Wasser gegangen bin. Oh. Okay, Moment. Okay, ich habe gerade ganz kurz gedacht, das Spiel lässt sich nicht im Borderless Window spielen, weil ich habe gerade Rechtsklick gemacht, wollte irgendwas machen und habe dabei drüben auf Discord geklickt, aber jetzt scheint es die Maus gecaptured zu haben. Jane ebenfalls immer einen schönen guten Morgen. Abend. Abend. The sounds and smells of Dunwall never change much. This is my city. Ja, das sind die, die haben wir ja schon im ersten Teil gesehen, das sind diese Walfangdinger. Und dann werden diese Wale mit gezielten Elektroschocktherapien ausgeblutet gelassen. Und da hinten dran, wo ich gerade mit dem Mauszeiger drumherum gehe, da haben die ihr Whale Oil, ihre Walöldrüsen. Und dann zapfen das quasi an wie so eine Kuh. Und daraus kommt dann dieses Whale Oil, was in zumindest Dishonored 1 die gesamten Maschinen gepowert hat. Hast du eine neue Mausmatte geholt? Peek over ist W. Zählt das hierfür? Okay, das ist schon mal eine neue Mechanik. Zuallererst möchte ich das... Ist es wahrscheinlich in den Controls? Auto-Aim-Model. Keine Ahnung, was das heißt. Auto-Aim, sowas brauchen wir nicht. Ich habe jetzt eigentlich Control-C. Oh, ja, okay. Ich habe jetzt eigentlich nach etwas gesucht, mit dem man quasi... also anders als Dishonored 1, wenn ich Q drücke, lehne ich mich nach links. Aber wenn ich Q loslasse, snap ich nicht automatisch zurück. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade ändern. Das scheint allerdings... Ah doch, Toggle, Hold. Perfekt, guck mal, schon was gefunden. Sprinting ebenfalls. Ich will immer, dass nur Sachen passieren, wenn ich auch den dementsprechenden Knopf drücke und nicht aus Versehen, dass irgendwas anderes passiert. Auch schon 2 Jahre auf dem Buckel. Huh. Meine Maus hat übrigens mittlerweile hier an der Seite diese... Na, sieht man's? Da waren mal so Gummidinger dran. Die sind mittlerweile abgefallen. Funktioniert aber trotzdem mit, also ohne genauso gut. Mouse Sensitivity, muss ich noch ein bisschen gucken. Smoothing, keine Sau spielt mit Smoothing. Hoffe ich. Ja. So. Ja, das ist doch schon, das ist wie Dishonored 1. So, sprinten können wir. Wir scheinen eine Frau zu spielen. Crouchen ist auf C. Vielleicht lege ich mir das auf Steuerung um. Eine Sache, die ich sofort machen werde, bevor es mir das Spiel anders beibringt. Sind Abilities links? Use Power, Use Weapon.
Okay, wir werden gucken, ob sie das Schwert in der linken Hand hält, ob wir eine Linkshändlerin spielen oder nicht. Ansonsten werde ich diese Controls sofort wieder umlegen, weil wenn das Schwert auf der rechten Seite des Bildschirms ist und die Waffe auf der linken Seite, dann macht es keinen Sinn, dass man es von den Buttons auf der Maus vertauscht. Also wer immer das gemacht hat, ist ja in Skyrim genauso. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Block und Choke. Lege ich mir gleich aus Maus 4. Quick Access Wheel, ja, als Mausbutton. Oder Caps, ja, herzlichen Glückwunsch. Weil das habe ich, das war letztes Mal auf der Taste, die ich überhaupt nicht gemocht habe. Use Stealth. Ach, Use bzw. Stealth Weapons Hold. Ja, okay, das macht dann schon mehr Sinn. So. Jo. Wenn ich Alt drücke, scheint es so, als würde ich auf die Zehenspitzen gehen. Alright, Majesty. Let's see what you can do. Ich bin die Majestät. Ist das da Corvo gewesen? Sind wir die Tochter von Corvo? If I get going fast enough, I can slide beneath that. Hurry. Yeah. Sprint, vault the obstacle, then slide under. I need to sprint, vault, and then slide under. Oha. Yes. Man sieht schon mal, die Controls für die Mobility sind weitaus ausführlicher geworden. Prost. Es gibt also schon mal, im Tutorial wird einem präsentiert, yo, wir haben jetzt weitaus dynamischere Bewegung. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Vielleicht ist ja diesmal auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was den Stealth angeht. Weil wir erinnern uns, in Dishonored 1 war halt sehr viel Attackiermöglichkeiten, aber der Stealth, zumindest von den Abilities her, hat sich in Grenzen gehalten. Wir können sehr hoch springen. Ja, Wasser ist Wasser. Ja, ich guck ja schon. Schön. Auch sehr schön, dass du dich direkt vors Scheißhaus gesetzt hast. Das war wichtig. Die Blätter disappearen einfach into nothingness. Was ist das denn für eine Scheiße? Also die, was mir auch auffällt, ist, die Font ist anders. Die ist jetzt nicht mehr gut zu lesen, sondern so Schreibschriftkram. Das hasse ich ja, wenn Leute solche Sachen auf dem Handy haben. Na, also an alle Leute, die Schreibschriftfont auf ihrem Handy benutzen, ihr seid Abschaum. Punkt. Zumindest seid ihr ein bisschen mehr Abschaum als alle anderen. Da ich jeden als Abschaum betitel, naja. Sprint to build up speed before you jump. Du hast ziemlich laut geredet, dafür, dass du da hinten stehst. Hello there. Moin, Garter. I can reach the edge with the right jump. You've learned well. Let's see how quiet you are, young lady. Ah, yes, Stealth. Das ist der Modus, der mich schon mehr interessiert. Enemies are slower detecting you in stealth mode, especially when you are further away, above them, on an edge, in shadows. Ja, deshalb passe ich Tagesmissionen. Ah, guck mal, es ist wirklich Corvo. Father's always on about the value of quiet feet. Okay, wir sind also wirklich anscheinend die Tochter von Corvo. That is interesting. Ich habe erst ganz kurz gedacht, wir sind vielleicht die Königin.
die wir im letzten Teil ja quasi gerettet haben und dann, also die Kleine, und dann auf den Thron gesetzt haben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. Oder sind wir die Königin? Ich will keine Behauptungen machen, die ich nicht kenne. So, jetzt sicher, ich kann Alt drücken, um auf meine Zehenspitzen zu gehen. Dachte ich. Awareness. When enemies begin to detect your awareness meter is going up. Ja. Und da wir in auf Very Hard spielen, gehe ich davon aus, dass das hier sich sehr schnell füllt. Ist sein Detektmeter gerade noch schneller hochgegangen? Also noch weiter hochgegangen, obwohl ich hier hinten stand. No, again, without letting me see you. Ja. Okay, also. Good luck, Lee. Was auf jeden Fall schon mal anders ist in Dishonored 1, wäre das da definitiv genügend gewesen, um als Deckung zu agieren. Jetzt hat das allerdings gereicht, dass er dass er mich gesehen hat. Es macht natürlich Sinn, dass er mich gesehen hat, ne? Weil, naja, sind wir mal ganz ehrlich, du kannst da durchgucken. Du würdest einen Menschen dahinter erkennen. Trotzdem, interessant, dass das jetzt also nicht mehr als komplette Deckung gilt. Okay, Leaning zählt auch nicht mehr als komplett immun. Oh Leute, das wird ein Geduldsspiel. Oops, got spotted. Okay, Leaning ist, also sich zur Seite lehnen, scheint in Very Hard nicht zu wirken, ohne dass man detected wird. Ich glaube, das stand auch, glaube ich, steht das in den Difficulty? Okay, ich dachte, man kann es ja nochmal nachgucken. Das heißt jetzt natürlich, ich kann mich nicht zur Seite lehnen, um Sachen auszukundschaften. No, again, without letting me see you. Damn. Horizon Zero Dawn hat auch, als es rausgekommen ist, keine guten Wertungen bekommen. Das wird auf Steam genau nicht so sein. Ich frage mich nur eher, wo es sich einpendeln wird. Weil Horizon Zero Dawn ist jetzt eigentlich nicht so ein gutes Game. Objektiv betrachtet. Subjektiv von meiner Sicht aus betrachtet ist das Game absoluter fucking Garbage. And I wouldn't even touch it, even if someone gifted it to me. Aber objektiv betrachtet ist Horizon Zero Dawn halt wirklich... naja. Naja, trifft's glaube am besten, was es ist. Wir haben es natürlich jetzt einfach, weil wir ihn sehen. Jetzt müssen wir ihn choken. Na super. That's my girl. Let's see how quiet you are, young lady. Oh. Okay, das geht direkt hier weiter. Stay low. And out of your enemy's line of sight. Didn't see anything at all. Use cover to stay out of sight. Okay. In the words of Corvo Atano, hidden like a secret, quiet as the sunset. Mich verwundert's quasi, dass die mich trotzdem Empress nennt. Bin ich die kleine Tochter, also bin ich die kleine Prinzessin aus Teil 1, die wir gerettet haben, die sonst immer in dem weißen Kleid durch die Gegend gerannt ist? Ich habe Fragen, aber
ich habe nicht das Gefühl, dass man mir die beantworten wird, solange ich mich im Tutorial befinde. Remember, a pistol will wake up everyone in the building. Your crossbow is quite... Ja, wir halten es auf der linken Seite. Ihr wisst, was das heißt. Wir gehen in die Controls, aufs Mapping und wechseln 1 mit 2. Because why in God's fucking name should you fire this weapon with your right trigger? Why should you do this? Also jetzt ernsthaft, warum sollte man das tun? Scheiße, man kann jetzt mit attackierten... Man kann jetzt mit Sachen noch mehr darauf... Ach du Kacke, Alter. Okay, man kann jetzt die Welt dazu verwenden. Also man kann Sachen angreifen und damit weitaus besser interagieren, was dann in der Welt passiert. Man hält die Sachen jetzt auf der rechten Seite und wirft sie auch wesentlich besser. Man hat mir ja schon, als ich... Dishonored 1 gezockt habe, haben ja schon Leute, die im Stream dabei waren, gesagt, dass in Dishonored 2 die Loring-Mechanik weitaus besser umgesetzt ist. Mit Loring meine ich natürlich, ich nehme eine Flasche und schmeiß die, keine Ahnung, nach da hinten, damit eine Wache, die da steht, in die Richtung guckt. Ne? Und vielleicht, dass es auch nur diese Wache alarmiert und nicht alle im Umkreis von 9 Blocks, dass gleich ganz Berlin-Kreuzberg nach mir gucken kommt. Von daher, wir gucken mal, wie gut das jetzt umgesetzt ist. Let's beat each other up, shall we? Yes. Come on. That's my daughter. When someone swings a sword at you, block. Block with your blade. Good. Well done. Deshalb habe ich Blocken auf Maus 4 gelegt. If you time your block right, you'll throw an enemy off balance. You're quick. Ich reagiere jetzt auf die Sachen von Metacritics. Als das rauskam, hatte das relativ schlechte Wertungen gehabt. Stop even the most black-hearted killer. You can choke an enemy out, even in combat. Interesting. Okay. Könnte man es auch schon in Dishonored 1. Deliver a fatal blow. Fatality. Feel better knowing you can take care of yourself. When trouble does finally come. Achtung, jetzt kommt er von hinten rangelaufen und sticht ihn ab. Dachte ich. Okay, wir sind die Empress. Today marks the anniversary of the death of Empress Jessamine Cauldron, assassinated 15 years ago. Dann sind wir kleines Mädchen Cauldron, dessen Namen ich nicht weiß, weil ich mir solche Sachen nicht merke. Why do we celebrate the anniversary of an assassination? 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed Dunwall, a paid killer assaulted the palace where I was born and stabbed my mother in the heart. In the aftermath, the men who sent the assassin tried to use me as a pawn in a game of power. They would have succeeded, but my father, Corvo Atano, hunted them down and cut their conspiracy to pieces. All these years later, am I the ruler my mother wanted me to be? Now, we face a new crisis. A monster the papers are calling the Crown Killer has been picking off my enemies and dressing it up like my father and I are responsible. I
don't know whether to get on a ship and sail to the opposite side of the world, or to have everyone around me executed. Aber wir sind noch in der Zeit der Plague, oder? Also ist noch Pest? Watch your step, Majesty. Jawohl! Achso. Jawohl! Die verrät uns. Your signet ring. There, you're ready. Thank you, Alexei. Open the doors. All hail her Imperial Majesty, Emily Caldwin. Ach, Emily war mein Name. Loyal subjects. We're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Emily. You look tired, Father. Every year, I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the Crown Killer, eventually. People are saying it's you, that these assassinations are a misguided effort to protect me. No. Someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal protector and father. I should have passed a law against that. Dann sind die schlechten Critics auf Steam wahrscheinlich, weil es ein schlechter Port ist. Steuerung schlecht umgesetzt? Fragezeichen oder so? Your Majesty. Achtung! Ich mache eine Vorhersage. A. Wir sterben und spielen weiter als Corvo, was anhand des Player-Icons in Steam nicht ganz passen kann. Oder B. Corvo stirbt, was irgendwie auch nicht ganz passen kann. Mal gucken. Before we begin the day's observance, we have an unexpected visitor, the Duke of Cirkonos. Ramsay says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. Grace Luca Abel, Duke of Cirkonos. Mechanical soldiers? Amazing. What is this, Ramsay? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Atano, a native of our homeland. Cirkonos offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks, for now I give you the greatest gift of all, family. I present the lost sister of Jessamine Caldwin, your rightful Empress. Delilah Caldwin. Impossible. My mother had a sister? My dearest niece. Hello. It's not true. My father was Emperor Yuhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister. At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. But now I'm home. If you really are my mother's sister, you're welcome to stay as long as you like. Little Sparrow, blackened by bad memories, I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal Protector, how naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful Empress has returned. All hail the Empress Delilah, first of her name. Arrest Emily Caldwin and her father for the Crown Killer murder. What? Sword can't steal my heart.
Chat! Ihr müsst entscheiden. Who do we play? Ich habe eine Idee. Das, was wir nicht wählen, wird getötet. Den Dude. Wir haben zwei für den Dude und einen für Emily. Alles klar. Yes. Haben wir die nicht gekillt im DLC? Corvo Atano, how handsome you are for a man of your age. And how long had you hidden the mark of the outsider? I expect it's a wonderful story. I'll lock him in the Empress's chambers and then I'll bring him to Coldridge Prison until his trial. Oder ist das die Schwester von der, die wir gekillt haben? My father lost it all, sent me to the city watch, one step above begging. I think I had to take your orders. Corvo Atano, son of a Zirconin tradesman. Captain Ramsay, I heard shouting. Lord Corvo, what happened? It'll be all, Captain Mayhew. She dead. Oh! So that's the Royal Protector's fancy weapon. What kind of sword folds in half? The good kind of sword. There's a legend in the city watch, the Empress's last resort, the safe room inside your daughter's chambers, is holding enough gold to buy an island. And they say this is one of the only two keys. Please give me back the ring. Auf Steam hat's wahrscheinlich 60 Euro Vollpreis kosten, oder? What? What happened? Alexei, the throne room, Emily. Nothing I can do alone. I need to get out of here. Wow, meine Abilities sind ja richtig. Wow. Wenn wir es schaffen würden, diese zwei Nullen da näher zusammenzuschieben, hätten wir unendlich davon. Nur 50. Ha. Lol, guck mal, mit den Dingern kann man jetzt auch endlich mal interagieren. I helped Emily get a frog unstuck from this old clock when she was 11. I swear I'll find a way to fix this. To bring her back. Okay, man kann die Dinger quasi aktivieren. Und nach einer Zeit dann. Maybe I should just spin it. Pick a place to lick my wounds. I've got to regroup. Das Ding sieht aus wie hier Pangea, der eine große Kontinent. Man kann jetzt also quasi Glocken aktivieren und nach einer bestimmten Zeit klingeln die dann. Empress, we fa- ja. Halt, ich will das nochmal durchlesen. Was facen die derzeit? Lore and letters, alles klar. Scheint allerdings nicht so, als ob die Pest vorbei wäre. Ich mag diese Font nicht. Diese Schreibschrift-Font, die macht mich wahnsinnig, Junge. Ha. Dunwall always has a way of turning sour. Just as soon as you get comfortable. Ja, sieht auf jeden Fall wieder belebter und auch etwas intakter aus als zur Plague Time. Delilah took away the mark of the outsider. No more sorcery. Okay, wir haben also unsere Kräfte verloren. I can't believe Ramsay's a traitor. Is Lady Emily all right? There's a coup underway. Emily is... she's imprisoned, for lack of a better word. You've got to get out of the tower. Maybe through Emily's safe room. There was a captain earlier today.
down at the docks, looking for you. Get away and help Emily. I'm sorry, Captain Mayhew. Goodbye. She did. Okay, sie ist vielleicht doch nicht die Verräterin. Hey, das sind auch diese coolen Dinger, die man so aufmachen kann. Ihr wisst, dass wir jedes einzelne Teil aufmachen werden, um alles rauszulooten, was es auch nur irgendwo drinne gibt, oder? Das ist euch klar. No time for that now. Gotta move. No time to waste. Jedes Mal, wenn du mir sagst, there's no time to waste, watch me playing it again. Idiot. Ha? Warum ist denn alles schon offen? War ich hier schon überall? So. Won't open without my ring. Hier unten ist der Throne Room. Wir haben jetzt natürlich kein guck mal. Können wir gleich mal austesten, wie das funktioniert so. These bastards are working with Ramsay and the Duke of Cirkonos. Heißt das, du bist keine... Heißt das, du bist in die Sache eingeweiht? Disloyal dogs. Who is disloyal? Has deserved death. Ich werde keine Wachen killen, die, naja, mich angreifen wollen, weil sie Wachen sind. Ne, also quasi Leute, die die Aufgabe bekommen haben, uns aufzuschalten. Audio Request. Cool. Die Aufgabe bekommen haben, uns aufzuschalten, weil sie es besser nicht wissen. Die werde ich einfach nur unconscious machen. Leute, die wissen, wer oder was oder wie ich bin. Und trotzdem uns angreifen, obwohl sie von dem Verrat wissen. They deserve death. Both know whoever's killing off my detractors is doing so for calculated effect, undermining me. The Crown Killer is being guided by someone, but who? Tomorrow's the anniversary of Mother's death. A sad day for us both. But I want you to remember all that's happened over the last 15 years. You've protected me and taught me how to protect myself. You've helped me see uh-huh. for the people of the Empire. Nein. Drain the flooded district. Badesalze. Yesterday we launched a beautiful ship in Mother's name. I'm trying to become the sovereign she wanted me to be. But Father, I wouldn't be here without you. Breakable door. Okay, probably not this kind of breakable. Vielleicht sollten wir TNT oder so mitbringen? Ich würde natürlich auch gerne mal ausprobieren, wie gut die Lore-Mechanics jetzt sind. Also quasi, ob, wenn da drüben ein Gegner stehen würde, er kommen würde, wenn ich so mache. Und er auch wirklich kommt und nicht einfach nur, hä, Geräusch? Ja, ja, ja. Weil so waren die NPCs halt im ersten Teil. Did it buy it? Well then. Dann erstmal viel Spaß beim Downloaden. Hier wurden wir vorhin eingesperrt. Wir haben keine Fähigkeit, um irgendwie durch die Wand zu gucken.
so we should be sneaky. Es wird nicht so lange dauern. Still, 100 Gigabyte, 100 Gigabyte. Hallo James. Oder wie auch immer du heißt. Weißt du, im alten Teil, wenn man da eine Flasche geworfen hat, nie im Leben hättet ihr in die Richtung geguckt. Der hätte überall hingeguckt, aber nicht dahin. Sind das andere vielleicht Sachen, die du im Game erst runterladen musst? Oder ist das Future Patches oder so? Naja, grundsätzlich sollte man, wenn man ein Spiel verkauft, immer mehr angeben, als man wirklich braucht. Just be safe. Ist das das Königreich? Also da sind wir. Gehört uns das, der gesamte Kontinent hier? Von wo haben die gesagt, kommt die her? Von Zirkonos, oder? Ja, also vom The Rising Star oder so, wie wir das genannt haben. So we know who are the people on my kill list. Throne room blocked off, we should have the time we need. Just stay here and stall anyone who comes by. I'll be back when I've searched the royal chambers, assuming I don't accidentally lock myself in this damn safe room. We'll cover for you if anyone from the Duke's party returns. This is exciting. Everything's changing. Yes, the natural order is reasserting itself. The Ramses once hosted the King and Queen of Morley, did you know that? I spent my childhood playing with the Buntings and the Boyles, cream of society. And very soon you'll be back at the top, Captain. Gibt's wieder sowas wie Chaos Level oder so ein Kram? Dann will ich sie vielleicht doch nicht umbringen. Scheit! Ach, Mann! Hey, who is... The likes of you... Bring your head to the Duke! You aren't going anywhere! He's wounded! Let's face it! You finally know your... Ich würde eigentlich gerne wissen, ob es einen Alternativweg gibt, weil wie in jedem Arcane-Game gibt es eigentlich immer, naja, mindestens zwei Alternativwege. What? Somebody's down. You're right. Oh, okay. Nothing will stop me from bringing you home, Emily. Eigentlich kann man... Eigentlich kann man, zumindest im ersten Teil, aus einem Würgegriff direkt in den ich trage den Körper übergehen. Ich weiß nicht, ob das hier nicht geht oder ob das einfach nur gerade nicht ging, weil wir, weil das hier ein Missionsziel ist, was ich hier gerade auf den Schultern habe. Wait, ich soll ihn im Safe Room platzieren? Bleib mal kurz. Anton Sokolov made this lock. Come on, man.
Wir sollen ihn hier drin einschließen. But why? Bullets. Whispering of the Void. Das Buch kommt mir bekannt vor. Heute kam Teaser für das neue Doom Eternal DLC raus. Die Flasche sah so rot aus. Ich dachte, die explodiert. Das sind also die neuen S&J Health Elixir. I'll need this. Whatever that means. Crown Killer. I suspect the Crown Killer is connected to Delilah. Out into the world once more. How many people had forgotten this mask? Ah, yes. More bullets. Ich finde es schön, dass die Sachen jetzt alle ihre eigenen, den eigenen Namen haben, die ganzen Sachen. I don't know if it's really important, dass die alle ihren eigenen Namen haben, aber es ist trotzdem schön. So, auch wenn wir es nicht brauchen, wir looten natürlich alles weg. Coole Toilette. Reserves won't help against Delilah, even if I had a way to carry it all out of here. That is one giant bulk of money. Was bist du denn? That is indeed a lot of fucking gold. So fucking sad we can't take it. So. Now you've got what you wanted, Ramsay. The Imperial Suite atop Dunwall Tower. Stay put until this is all set straight, Ramsay. Enjoy the rations and well water, sleeping next to a fortune. Oh. Der kommt schon, glaube ich, irgendwie wieder raus. Davon ausgehend, dass die Tür auch so ein Ding braucht, eventuell kommt er nicht wieder raus. So, ich habe auch durch die Tipps alle schnell durchgelesen. Ich habe es mal schnell durchgeblättert. Until I understand this, I have to go into hiding. Ha? Ich habe. Ja, halt mir die Klappe. Ich habe keine leise Alternative. Also, wo. Ranged Combat nur auf Very Loud Basis. Kann ich mich hier drunter verstecken? Oh. Okay. Ich komme da nicht drunter. Im alten Dishonored konnte man sich unter solche Sachen drunter sneaken. Ich weiß nicht, warum es hier nicht gehen sollte. Vielleicht geht es erst später. Vielleicht geht es nicht hier, weil irgendwie die Collision nicht richtig gesetzt ist oder so. But who knows? Naja, wir dürften ja quasi auf den Schlossmauern sein, oder? I've got to get out of Dunwall.